Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Fire Emblem Engage. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pokémon Purpur, wo wir immer noch beim Legendary Hunt sind. Neun Pokémon haben wir noch vor uns, den Rest habe ich schon längst gefangen. Wenn ihr da die Kämpfe nochmal sehen wollt, guckt euch die letzten beiden Parts an. Ich stehe hier schon an einem Strand, um Lunala gleich zu fangen. Das wird lustig, das wird spaßig. Lunala ist übrigens das einzige Pokémon, wo ich tatsächlich gegoogelt habe, wo ich es finde, weil die Info zu Lunala ist, ja, du findest es an einem Strand. Spiel, weißt du, wie viele Strände es hier gibt? Sehr geile Info. Das war die einzige Info zu Lunala. Das ist an einem Strand ist. Deswegen habe ich wirklich gegoogelt, wo ich finde. Und es ist an diesem Strand hier. Ich weiß nur nicht, an welchem genauen Punkt. Das seht ihr ja jetzt gleich, wenn ich es gefunden habe. Ich darf jetzt erstmal suchen gehen. Nein, Slimer, ich will mich nicht boxen. So, Leute, ich habe einen Lunala gefunden. Hab die halbe Küste jetzt hier abgesucht. An der Stelle hier oben steht es. Ich habe extra auch hier oben geguckt. Also ich habe erstmal dumm und dämlich hier unten den ganzen Strand abgesucht und dann hier oben geguckt. Und hier steht Lunala halt, ne? Unser erstes Pokémon heute, das mir den Tag versauen wird. Das ist noch glimpflich ausgesprochen. Und ich würde sagen, let's go. Espeodon ist bereit. Wollen wir es einfach mal probieren, direkt einen Flottball zu werfen? Das habe ich bei den anderen nie gemacht. Ich hätte mich jetzt so schlapp gelacht. Das hat ja fast sogar funktioniert. Kann ich davon eine Wiederholung haben, nur mit funktionieren? Verdammt, ich bin zu schnell für das. Ach ja, du warst ja ein Geister-Pokémon, ne? Dann hat sich's erledigt. Dann, ich bekämpfe dich gar nicht erst. Ich habe nämlich Angst, dich umzubringen. Dann hat sich ja geklärt, bei wem ich den zweiten Meisterball einsetze. Weil wenn ich sie nicht mit Tuchschlag bearbeiten kann, lieber Meisterball. Aber hey, wer hätte gedacht, dass der Flottball so gut funktioniert? Ja gut, ne? Damit habe ich das erste gefangen. Ich hoffe, unter den restlichen ist kein weiteres Geister-Pokémon. Das könnte ekelhaft werden. Ich weiß nämlich nicht, welche Typus Phantoros hat. Bei den restlichen weiß ich's, aber bei Phantoros und dem anderen weiß ich's nicht. Obwohl ich bei dem anderen Ross-Pokémon mir vorstellen kann, dass es ein Eis-Pokémon ist. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe die, meine ich, nie bekämpft. Naja, wir sehen uns beim nächsten Pokémon. So, Leute. Das Eis-Ross-Pokémon steht vor mir. Ich habe hier eigentlich nach Kyurem gesucht, weil ich die Höhen hier suche. Aber das hier ist mir zuerst ins Auge gesprungen, weil es hieß ja, neben dem zerstörten Haus, wo man Krippok finden kann, ist das einzige zerstörte Haus hier überhaupt in den Bergen. Und ja, können uns mit dem ja jetzt anlegen. Polaros. Entschuldigung. Ich erinnere mich an dieses Pokémon halt echt gar nicht. Ich weiß, dass es von Schwert und Schild ist, aber ich habe es, wie gesagt, nie bekämpft. Ich mache das jetzt wirklich außerdem auch so, dass ich zu immer jetzt zuerst im Flottball werfe, weil es kann ja wirklich sein, dass es funktioniert. Bei gerade eben hat es ja auch was funktioniert. Schade. Die Möglichkeit bestand.
Ich muss aufpassen, bei Fuchter besteht die Möglichkeit, dass es sich verwirrt. Ein Moment. Ich schläfe es, glaube ich, sicherheitshalber eben kurz ein. Nicht, dass es sich selber verprügelt. Das ist gerade echt eine große Gefahr. Weil ich weiß, dass der Fuchtler Verwirrung auslösen kann. Ja, genau das meinte ich. Du haust dich nicht selber. Ich glaube, Käferbiss kann ich ruhig machen. Ist ja eh nicht effektiv gegen Eis-Pokémon. Käfer gebrummt, Entschuldigung. Es lebt auch gerade so noch. Ich muss nur gucken, dass es sich nicht selber verwirrt. Warum habe ich das Gefühl, dass du ein richtig schweres Pokémon bist? Hyperball, Go Ball! Du hast meinen Spruch nicht gemacht, oder? Nein, es ist immer noch verwirrt. Bitte hau dich nicht selber. Ich habe so Angst, dass es sich selber umbringt. Endlich! Leute, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um das Vieh zu fangen. Es hat sich 2-mal mit Fuchtler selber umgebracht. Und als ob das nicht gereicht hat, es hat auch noch Risikotackle gehabt. Polaros ist so räudig, gefangen zu werden. Alter, ich hatte durchgehend Angst, es kaputt zu machen. Beziehungsweise, dass es sich selber umbringt. Deswegen habe ich mit Vivillon einfach Stachelspore irgendwann gemacht. Und habe dann Skelecrock eingewechselt, damit Fuchtler und Risikotackle nicht mehr treffen können. Das war auch die einzige Option, die ich hier hatte. Ich glaube, Phantoros wird in dem Fall nicht anders sein. Das wird wahrscheinlich auch mit Fuchtler kämpfen. Um Gottes Willen. Naja, wir sehen uns beim nächsten Pokémon, ne? So, Leute. Ich habe jetzt Kyurem gefunden. Das Pokémon, was ich eigentlich suchen wollte. Das ist hier mega versteckt in der Mesclara-Passage. Also, hier ungefähr. Und bei Polaros habe ich es ja gerade eben vergessen. Ich muss gerade gucken. Hier ist das kaputte Haus und direkt daneben auf dem Hügel saß Polaros. Im Übrigen für Phantoros, was auch noch kommt, habe ich Lunala mal ins Team geholt. Das konnte nämlich Hypnose lernen und falls es dann wieder mit Fuchtler und so weiter kommt, kann ich mit Lunala es wenigstens die ganze Zeit schlafen legen. Ich habe halt nach Solgaleo nicht damit gerechnet, dass nochmal ein Vieh kommt, das ich selber vernichten will. Das finde ich auch mega ekelhaft, das bei einem legendären Pokémon drin zu tun, dass es sich selber umbringen kann. So, werfen wir einfach instant den Flottball. Ich tue mich danach auch direkt ins Bild. Wir hatten ja schon ein paar gute Anläufe damit gesehen. Okay, Kyurem wird sich, glaube ich, nicht selber umbringen. Das ist schon mal gut. Okay, es hat auch eine beschissene Attacke. Sehr gut. So, und dann schläfe ich dich jetzt. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann jetzt auch keine Meisterwelle mehr, ne? Will es nur noch mal erwähnt haben. Aber hey, Leute, 2 Pokémon haben wir schon und das dritte kommt gerade.
Das ist eine echt geile Kampfmusik. Das muss ich dir geben. Wir sind hier in der Höhle, finster bei Go. Ich zeige euch übrigens gleich nach dem Kampf auch, wo genau ihr nach Kyurem suchen müsst. In der Höhle. Oh, es ist drin. Kyurem hat nicht so lange gedauert. Okay, dann zeige ich euch jetzt auch noch eben kurz, wie ihr hier reinkommt, weil die Höhle, die findet man echt schlecht. Beziehungsweise den Eingang, wo es ist. Also, kurze Erklärung, wie ihr hier rankommt. Im Bestfall, ihr teleportiert euch zu dem Pokémon Center da oben. Hm? Springt hier rauf, wo der Typ dann gammelt. Und hier dann den Gang runter. Den kann man sehr leicht übersehen und vor allen Dingen, man kann auch hier die Höhle rechts sehr leicht übersehen, da die komplett im Finsternis gehüllt ist, bis man reinspringt. Und hier stand Kyurem dann halt. Da habe ich euch das Tutorial jetzt eben kurz gegeben, weil man das echt schlecht finden kann. Ich habe halt ein bisschen in der Höhle suchen müssen, bis ich diesen Gang gesehen habe. Na gut, wir sehen uns jetzt aber beim nächsten Pokémon wieder. So Leute, ich habe jetzt als nächstes direkt Phantoros. Es hieß ja Berge und eine Ruine und Vegetation und das hier, wo ich gerade stehe, war die einzige Ruine, die überhaupt in der Nähe dieser Berge ist. Also ja, hier direkt vor der Ruine steht dieses Geschöpf, das mir jetzt mein Leben schwer macht. Bitte sag, dass du kein Fuchtler hast. Ich habe auch die Befürchtung, dass du ein Geister-Pokémon bist. Ich gebe dem Flottball ab sofort eine Chance. Ach komm. Für diesen Fall habe ich ja Lunala im Team. Ich lag richtig mit dem Geister-Pokémon. Mit welchem Pokémon kann ich dich vorschwächen, ohne dich umzubringen, ist jetzt die Frage. Ich kann darauf pokern, dass es sich selber mit dem Rückstoß ein bisschen schadet. Nun, Lunala ist noch, selbst noch nicht wirklich trainiert. Ich könnte es mit Lunala selbst bekämpfen. Ich habe es ja gerade erst frisch gefangen. Ich wollte es eigentlich nur nutzen, um gegen Risikotackle zu arbeiten. Weil ich mir halt wirklich schon dachte, dass es entweder Psycho, den Risikotackle oder den Kackfuchtler hat. Ich glaube, ich lasse es aber trotzdem sich nochmal ein bisschen selber runterprügeln mit Risikotackle. Aber so konnte ich ihm wenigstens schon mal ein bisschen Schaden drücken. Lunala habe ich wirklich nur im Team. Es ist ein Geister-Pokémon. Dadurch trifft Risikotackle und Fuchtler nicht. Und wenn Fuchtler die erste Attacke nicht trifft, dann wird es auch nicht verwirrt. Das gilt aber leider nur für die erste Attacke. Ich werfe einfach mal den Schwerball. Das wäre jetzt auch wieder lustig gewesen. Du brauchst dich nicht schneller machen. Ich wäre eigentlich gerade nur, dass du Risikotackle machst, dass du ein bisschen schwächer bist. Wenn man einmal was von den Viechern will. Es geht hier schon wieder so ätzend lang. Komm, Timerball, erlöse mich.
Danke. Also ich muss schon sagen, Phantoros und Polaros, ich hasse euch. Ich hasse euch über alle Maßen. Es gibt nicht genügend Wörter, die beschreiben, was für einen Hass ich gegenüber diesen beiden Viechern empfinde. Das, Phantoros hat nämlich auch wieder Fuchtler eingesetzt. Ich bin so froh, dass ich Lunala im Team habe und dass es Hypnose kann. Damit habe ich wenigstens eine Möglichkeit, dagegen anzukämpfen. Na gut, Leute. Wir sehen uns dann wieder mal beim nächsten Pokémon. Okay, Leute. Zekrom habe ich gefunden. Also die Info zu dem hat mal so überhaupt nicht gestimmt. Es hieß, ja, so auf dem Weg von Mesalona nach Bolardin. Da, wo ich gerade stehe, das ist ja nicht mal mehr in der Nähe vom Weg. Also das war kompletter Mumpitz. Ich stehe hier ganz oben auf dem Berg. Man kann sagen, ne, das hier ist der Weg von Mesalona nach Boladin. Das hier ist nicht mehr der Weg. Das ist so weit ab vom Schuss. Also das kann man nur als dreiste Lüge ansehen, was da was Mr. Mump als Info gab. Aber hier haben wir Zekrom. So, geben wir unserem Flottbeil zuallererst eine Chance. Ich habe dem Flottbeil eine Chance gegeben. Jetzt kriege ich Blitze ab. Zum Glück bin ich ein Drache. Mit Espinolon. Die Elektrolyse finde ich trotzdem kacke. Oh, Kreuzdanner. Wenn man einen Doppelkampf zusammen mit Reshiram macht, dann macht die Attacke übelst Schaden. Aber wenigstens keine, ich bring mich selber Attacken, um. Also keine, ich bring mich selbst, um Attacken. Ich glaube, mit Phantoros und Polaros haben wir die letzten Pokémon hinter uns, die sich selber auf dem Gewissen haben können. Und ich hoffe, dass keine mehr kommen, die sich selber heilen. So, jetzt muss ich nur noch schlafen lassen. Danke. Endlich hast du es getroffen. Ach, sie sehen so friedlich aus, wenn sie schlafen. Du hast so ein geiles Theme. Naja, in den Ball willst du trotzdem nicht. Los, Erlösungsball! Warum kostet ihr mich immer so viel Zeit, dass ich einen Timer beiwerfen kann? Also hier lag es eigentlich eher daran, dass es so lange gebraucht hat, bis ich das Pokémon mal einschlafen lassen konnte. Aber die bisherige Ausbeute ist bis eigentlich eher mager zu diesem Zeitpunkt. Also, wir haben 5 schon gefangen. 4 sind noch übrig. Das könnt ihr auch an den Snacks sehen. Also, wir haben nur noch 4 Pokémons übrig: Terrakium, Viridium, Reshiram und Necrozma. Danach sind wir durch, Leute. Ich hab's gleich hinter mir. Naja, was heißt gleich? Ich brauche wahrscheinlich immer noch mindestens eine Stunde, um an die alle zu fangen. Ich will es nochmal erwähnen, ne? Bei euch, selbst der letzte Part, das waren 10 Pokémon und bei euch sind 40 Minuten ungefähr angekommen. Rechnet das mal 3, vielleicht 3,5, dann habt ihr ungefähr die Zeit, die ich hinter der Kamera verbracht habe. So eine kleine Background-Info. Ich habe die nicht am Stück aufgenommen, weil ich nach der ersten Aufnahme beispielsweise schon so fertig war, dass ich mir dachte, ey, ich nehme das wann anders nochmal auf. Bei der zweiten habe ich sogar nach der Hälfte so gesagt, nee, ich mache das später dann noch weiter. Und hier ist es halt teilweise gleich. Ihr dürft ab dem Punkt hier rechnen, dass ich jetzt an einem anderen Zeitpunkt aufnehme. Einfach mal so als Background-Info.
weil ich hier schon wieder eine anderthalb Stunde zu diesem Zeitpunkt schon sitze. Ihr könnt das kaum nachvollziehen, Leute. Aber ich sitze hier halt wirklich schon eine anderthalb Stunde. Allein schon wegen Polaris habe ich eine halbe Stunde gebraucht. Ich gebe übrigens nochmal am Ende, wenn ich alle gefangen habe, so eine Top 5, welche von denen mich am meisten genervt haben. Und ihr könnt euch eigentlich schon teilweise denken, wer auf Platz 1 ist. Beziehungsweise auf Platz 2. Die könnt ihr euch schon denken. Naja, wir sehen uns jedenfalls beim nächsten Pokémon wieder. So Leute, wir sind jetzt hier beim nächsten Pokémon Reshiram. An der Stelle muss ich mich mal eben kurz entschuldigen, weil ich jetzt die Aufnahmen gesehen habe, die ich schon gemacht hatte. Ist bei mir jetzt halt deutlich später. Ihr habt den Sound vom Ingame doppelt bis jetzt gehabt. Ich habe das jetzt umgestellt. Ich hatte nicht gemerkt, dass ich das Desktop-Audio in OBS noch entmutet hatte und dadurch ist der Sound da doppelt. Dafür entschuldige ich mich. Ich habe es nicht gemerkt. Ich kann das auch nicht umändern, weil ich nach jedem Pokémon abgespeichert habe und ja. Was einmal abgespeichert ist, das kann ich auch nicht mehr ändern. Es tut mir leid, dass ihr die erste Hälfte des Videos dann halt den Ingame-Sound doppelt habt. Aber da könnt ihr auch froh sein, dass ich so einiges rausschneide. Dadurch habt ihr da nicht so extremst lang den doppelten Sound. Naja, nichtsdestotrotz, Reshiram, du bist als nächstes dran. Hab gerade nochmal sicherheitshalber abgespeichert. Hoffentlich machst du mir weniger Arbeit als dein Counterpart. Vielleicht wirst du ja in dem Flottball. Es wollte mir Hoffnung machen. Es wollte mir schlicht und ergreifend Hoffnung machen. Kreuzflamme. Du hast nur Flammenattacken dabei. Okay, du bist ein Feuer-Pokémon. Ist legitim, aber trotzdem. Ja, probieren wir mal den Hyperball. Hätte ja klappen können. Ja, Schallwelle habt ihr irgendwie alle. Espinola, du bist ein Kämpfer. Im Übrigen, wenn jetzt einer von euch fragt, wie kann die hat eine anderthalb Stunde lang nicht auffallen? Ganz einfach, weil ich während indessen nicht auf dem PC, sondern auf dem Fernseher gucke. Ganz einfach geklärt die Frage. Außerdem habe ich das gestern, von meiner Sicht aus gestern um 23 Uhr aufgenommen. Also es war schon spät. Reshiram ging schnell. Das macht mich glücklich. Haben wir nur noch drei Pokémons vor uns? Wir haben es so langsam hinter uns. Also ich habe so langsam hinter mir. Trifft's eigentlich eher. Necrozma, Viridium und Terrakium. Das wird ein Spaß. Naja, wir sehen uns beim nächsten Pokémon wieder. Ich würde mir versuchen, Necrozma als letztes aufzuheben, weil es das coolste von den dreien ist, die noch übrig sind. Also ja, wir sehen uns bei einem von den Hirsch-Pokémon wieder. So Leute, als nächstes haben wir Terrakium vor uns. Ich bin nur noch ein Schläf, weil es hier gerade alles in der Umgebung verprügeln musste. Oh. Wir sind von bei den letzten drei Pokémon angekommen. Das ist ein Fortschritt.
Ich werde danach mich auch mit Mr. Mampf nochmal unterhalten. Vielleicht sagt er irgendwas Spezielles. Wie zum Beispiel, hey, der Flottball hat endlich mal funktioniert. Nein, Leute, ich glaube nicht dran, aber Versuch zählt. Ich vergaß, jetzt hält alle Kampfviecher. Naja, ist nicht schlimm, wenn Espinodon drauf geht. Es ist eh Level 100. Es würde so oder so keine Erfahrung bekommen. Ich will dich ja nur vom Leben herunterprügeln. Kann ja das auch mit Ogerpon. So, es ist jetzt auf Rot. Ich kann noch mal machen, da es sich ja eh nicht umbringt. Je weniger AP es hat, umso besser. So. Hat jetzt nur noch ein HP. Es hat keine Selbstmordattacke und Schwertanz hat sehr viel AP. Also Verzweifler Chance gering. Aua, machst du Schaden. Aber dafür schläfst du auch schnell. Sie sehen so friedlich aus, wenn sie schlafen. Warum werfe ich einen Flottball? Ich wollte den Flottball nicht werfen, ich wollte einen Hyperball werfen. Warum gibt es eigentlich nur einen Finster dabei? Warum gibt es nicht einen, der auch bei Tag gut funktioniert? Bei Terrakium dann schneller im Ball wäre. Aua. Komm bei mich erlösender Timerball, erlöse mich! Erlöse mich von meinen Qualen! Wie viele von den Pokémon habe ich bisher mit Timerbällen gefangen? Es ist mittlerweile lächerlich. Okay, nur noch zwei Pokémon auf unserer Liste. Wir haben es fast geschafft, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Pokémon. So, Leute, ich habe es gefunden, das Viridium. Das sitzt an der Stelle hier. Terrakium habe ich gerade eben vergessen. Das war hier hinten. Das hat genau hier irgendwo gestanden. Ich meine sogar, hier oben war es. Ihr müsst eigentlich einfach nur nördlich von Moltres aus euch denken. Hier oben auf dem Felsen. Bei der Beschreibung von Viridium war ja hier die Rede von irgendeinem Baum mit Markierungen und da kam ja als einziges der Schmierhain hier irgendwie in den Sinn, weil das die einzigen Bäume sind, an denen überhaupt irgendwas dran ist. Und ich lag richtig. Habe aber trotzdem jetzt 15 Minuten lang suchen müssen. Das ist das Pflanzenkampf-Pokémon. Plattball! Willst du mir eine Chance geben? Danke fürs Gespräch. Ich kann auch die Rankenkeule machen. Das ist ein Pflanzen-Pokémon. Aber ich gehe auf Nummer sicher. Das ist schon genial. Ich habe zwei Pokémon dabei zum Runterprügeln. Eins einfach nur als Ersatz, damit ich mit ihm beleben kann, wenn irgendwer von denen drauf geht. Und drei, die einschläfern können. Und das hier kann halt sogar noch paralysieren zur Not, falls sie irgendwie Erholung können. Oh.
Schlafpuder hat keine Wirkung. Geht das einfach nur generell fürs Puder? Weil wenn ja, dann funktionieren Stachelspuche auch nicht. Ah, okay. Dann versuche ich es mit Hypnose. Ich versuche es erstmal mit Gesang. Gesang funktioniert. Okay, Vivillon ist hier komplett useless. Aber vielleicht ist mein Hyperball ja mal effektiv. Nein, Leute, das bricht doch direkt aus. Ihr kennt mein Glück. Sag ich doch. Oh, endlich. Vivillon hat auch schon wieder so einen massiven Kampf abgeliefert. Okay, Leute. Damit fehlt dann ja jetzt nur noch ein Pokémon, nämlich Nekrozma. Und danach haben wir noch den Geheimboss der Akademie vor uns und die spezielle Sache, die ich euch noch zeigen wollte, die mir Kai angeteasert hat. Aber wir sehen uns dann jetzt zuerst bei Nekrozma wieder. Den Geheimboss mache ich übrigens mit meinem Original-Kampfteam, was ich auch in Let's Play genutzt habe. Also das von der Story. Also ja, wir sehen uns gleich bei Nekrozma. So Leute, das letzte Pokémon auf unserer Liste, Nekrozma, steht direkt vor mir. Seine Info war auch schon wieder räudig. Es hieß nämlich einfach nur, er hätte einen Wasserfall trainiert, beziehungsweise Meditationsübungen gemacht. Und da er keinen speziellen Wasserfall genannt hat, beziehungsweise jetzt hier nicht wieder berühmt, habe ich jetzt einfach die Stellen abgesucht, die nicht benannt sind. Weil ich wusste, dass hier ein Wasserfall ist. Ich wusste aber auch, dass hier weiter unten beispielsweise ein Wasserfall ist. Also ja, den muss ich gerade wieder ein bisschen suchen. Also Nekrozma steht an der Stelle hier. Viridium habe ich, glaube ich, gerade eben vergessen. Hier ganz hinten im Schmierhain. Wirklich hier ganz hinten steht der. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir das letzte Pokémon auf unserer Liste. Felswurf. Nur weil wir hier in der felsigen Gegend sind, brauchst du mir nicht einen Fels am Kopf werfen wollen. Ich hatte den Flottball vergessen. Nee, ich kann ihn jetzt noch werfen. Noch ist es früh im Kampf. So viel dazu. Aua. Na gut, dann lasse ich dich mal einschlafen. Ich habe eh nicht vor, dich weiter runter zu prügeln. Mach das ruhig. Solange du nicht deinen Angriff boostest wie Terrakium und Viridium, ist das mir vollkommen einerlei. Die Kampfmusik zu Nekrozma ist richtig cool. Ich bezweifle, dass du in dem Ballwitz, ne? Du bist auch wieder mal so ein Kämpfer, der mich jetzt erstmal eine halbe Stunde meiner Zeit kosten wird. Es sieht schlafend halt nicht mal anders aus. Mein Ball der Erlösung, los! Der Teilball funktioniert einfach jedes Mal. Der ist einfach Gold wert bei diesem Pokémon. Na gut, ne? Haben damit die jetzt alle gefangen? Alle legendären Pokémon sind in meiner Box. Können die Beute von heute ja nochmal angucken. Kyurem. Polaros.
Ah, der boostet sich, wenn er jemanden fertig macht. Mich interessiert, ob du irgendeine spezielle Attacke hattest mal irgendwann in deinem Leben. Ist ja vollkommen langweilig. Ah, und das boostet seinen Spezialangriff. Du hattest wahrscheinlich auch eine spezielle Attacke, ne? Nee. Zekrom? Das sieht aus wie ein Dämon, wenn die Augen geöffnet sind. Na gut, Terrakium, Viridium, ging ja mehr oder weniger. Ne, Großmann hat mich gerade einen Teil meiner Zeit gekostet. Prisma-Rüstung. Ist einfach auch eine mega starke Technik. Also selbst wenn man mit was sehr Effektivem kommt, wirkt es nicht wirklich bei ihm. Na gut, ne? Dann reden wir jetzt noch mit Mr. Mampf, bevor ich irgendwas anderes mache. Mr. Mampf, das bin ich. No, Mr. Mampf. Okay, du sagst nichts Spezielles. Gut, dass wir das geklärt haben. So, Leute. Da wir ja alle legendären Pokémon jetzt gefangen haben, gibt es nur noch zwei Sachen zu tun. Zum einen, wir wollten jetzt endlich den Geheimboss herausfordern. Dafür musste ich übrigens die Mentoren alle dreimal einladen, damit sie so einen goldenen Raben bekommen. Und auch mit denen einmal ein Pokémon wechseln. Wenn ihr euch übrigens fragt, wie die anderen freigeschaltet werden, das kommt einfach, während ihr die goldenen Teile hier macht. Also, wenn ihr so drei, vier habt, dann kommen schon hier alle Lehrer. Und wenn ihr dann so sechs, sieben habt, dann kommen noch Top 4, die zwei und Sagittarier. Also, ihr müsst da wirklich nichts für machen. Ihr könnt einfach so machen: Ja, ich lade eine Mila ein, dann lade ich Peppa ein, red mit denen kurz. Und dann könnt ihr den nächsten einladen. Ihr könnt da wirklich so reihum gehen. Ihr müsst die wirklich nicht mal bekämpfen. Ihr braucht die nur einladen. Rechnet euch das mindestens 6000 Punkte ein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir den Geheimboss herausfordern. Ich habe mein Story-Team gerade schon bei mir. Die sind mittlerweile alle Level 100. Na klar. Ich weiß nicht, wer mich hier erwartet. Ja. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich bin gespannt, wie stark du bist. Oh, mit dem Premierball. Ein Doppelkampf? Also ich habe natürlich einen Vorteil. Alle meine Pokémon sind Level 100.
Seitigern kann mit Sebritz auf jeden Fall sehr kurzen Prozess machen. Habe ich gerade nur Skelecrog angegriffen? Ich dachte, das wäre effektiv. Mach ich halt so. Aus. Bin ich nicht nett. Haha, Leute, Salz. Das loderne Lied. Ach, deswegen hat es keine Wirkung. Es hat einen Luftballon in seinen Pfoten, warum auch immer. Luftballon macht, dass Bodenattacken nicht treffen. Aua, Skelecrog hat bisher schon einiges einstecken müssen. Da ist gleich eine Top-Genesung fällig. Aber erstmal einen von dem weg. Und das war der zweite. Auergift. Flambirex. Die haben alle einen der Starter im Team. Steinkante. Nachdem ein Skelecrog geheilt wurde. So, Skelecrog wurde geheilt. Hä? Flinklauer hatte sich aktiviert. Wieso war es trotzdem schneller? Ach, wegen Ersttreffergarantie. Stimmt, Wasserdüse war ein ich treffe safe als erster. Ja, ich wechsle dann Skelecrog mal gegen Maskagato aus. Aua, Sakto-Klinge tut weh. Genauso der Hammerarm. Das kannst du doch nicht machen. Na dann los, bei Londa. Das sollte eigentlich super funktionieren. Erstmal das Wasser-Pokémon weg. Ich würde sagen, bei Londa müsste eigentlich schneller sein. Muss nicht jedes Mal deinen Hut für ein paar Sekunden abziehen? Das ist einfach alle drei Starter-Typusse. So, ich habe mal eben kurz Seitigant belebt. Oh, Terra. Pass auf, dein Hut fliegt gleich weg. Ich muss schon sagen, du bist zwar mega interessant, aber Nemila beispielsweise war wesentlich stärker als du.
Aua, der Schlangenblick. Paralyse mag ich so gar nicht. Na dann, dann gehe ich auch mal auf Terra. Bei Londa. Bei Londa sollte sehr Büro ja jetzt fertig machen können, da es jetzt Stein ist und nicht mehr Pflanze. Jetzt ist nur noch Mobitester. Und es macht Erholung. GG. Das wird nicht mehr zum Angriff kommen. Das Mobitest hat nichts Sinnvolles gemacht. Ah, du trägst eine Maronbeere bei dir. Dann hätte ich aber trotzdem noch ein bisschen damit gewartet. Du bist sowas von am im Eimer. Ich pack mich schon mal aus dem Bild. Das war's mit ihr. Beziehungsweise das war's mit dem Geheimboss. Du warst jetzt nicht so stark, wie ich erhofft hatte. Ich dachte, du wärst wirklich wesentlich stärker. Ich fand Jova wesentlich stärker als du. Generell, die ganze Blaubeertopf hier ist auch besser als der gewesen. Und der wäre. Hätte ich jetzt einen Meisterball in die Hand gedrückt bekommen, dann wäre ich sauer geworden. So liefen übrigens auch die Gespräche mit den anderen ab, nur dass ich mit denen nicht kämpfen musste. Was drücke ich dir denn in die Hand? Du kannst mein Knabon haben, ich habe eh die Entwicklung. Im Übrigen gab es irgendwo eine Pokémon-Lotterie in diesem Spiel. Ich habe nirgendwo eine gesehen. Das würde mich brennend interessieren. Selbst wenn ich gegoogelt habe, habe ich nirgendwo dort sehen können, Pokémon Pupo oder Kabel sie mit, ja, mit ID-Lotterie. Es hat eine seltene Farbe. Ist es ein Shiny? Ach, ich habe wirklich einen Shiny bekommen. Na gut, es gibt aber noch eine Sache, die erledigt werden muss. Dann sind wir mit Pokémon fertig. So, die hier habe ich jetzt gerade gesucht. Synchronisation. Da hat mich Kai ein bisschen gespoilert, was passiert. Guck mal, ich... Jetzt spiele ich so gesehen Pokémon Mystery Dungeon. Ich bin jetzt Gellicrock. Das wollte ich unbedingt noch machen. Als Kai mir davon erzählt hat, hier so, wusstest du, dass man hier auch Pokémon Mystery Dungeon spielen kann? Ich nehme mal eben kurz ein schnelleres Pokémon als Gellicrock. Ah, ich kriege hier ein paar Sonderbonbons. Wir machen ihre Sachen. So, noch mehr Synchronisation bitte. So, diesmal habe ich Meloetta genommen.
So, dann kämpfen wir mal. Ich kann auch Sachen einsammeln. Komm her, die hau ich eine auf den Ditz. Das Gespräch kam übrigens dadurch zustande, hier so, ey, was meint die denn mit Synchronisation? Und dann hat Kai zu mir gesagt, ja, da kannst du als dein Pokémon rumlaufen. Das fand ich mega cool und wollte das gegen Ende des Projekts noch machen. Eine Synchromaschine? So, und jetzt kann ich das jederzeit machen. So, als welches Pokémon wollen wir noch rumlaufen? Ich will als alle meine Starter auf jeden Fall auch einmal rumrennen. Und natürlich auch einmal als Ogerpon und Lucario. Lauf ich mal als nächstes als Maskagato rum. Okay, ich habe L gedrückt gehalten und R dann gedrückt. Ja, Maskagato ist auch richtig schnell. Hui! Ich kann leider nicht schwimmen. Mega cool. Also, L gedrückt halten und dann den Ball werfen. Und jetzt kann ich doch schwimmen. Mega cool. Wasser scheint mir nur ein bisschen buggy. Boah, ich muss mal ein richtig riesiges Pokémon nehmen. Ich nehme auch gleich mal ein Flug-Pokémon. Vielleicht kann ich dann ja mal fliegen. Hallo, Ogerpon. Ich bin Ogerpon. Pon? Pon. Ich versuche mir selber einen runterzuhauen. Sieht so aus, als würde ich schlafen. Die Synchromaschine ist geil. Lucario! Aurasphäre! Den Lulatstar, den mache ich fertig. Der kann nix. Und einfach weil es sein muss. Ich habe Rayquaza mal ins Team geholt. Ich kann fliegen. Yeah. Naja, ein richtiges Fliegen ist es nicht, aber cool ist es trotzdem. Boah, das könnte ich Stunden machen. Schade, dass es nur in der Terra-Kuppe geht. Vor allen Dingen, ich bin so nicht gezwungen, irgendwie Pokémon-Käfer zu machen. Aber wenn Rayquaza den Kampf nicht schafft, beispielsweise, dann geht halt trotzdem zurück. Okay. Das wollte ich noch gezeigt haben. War doch sehr interessant. Mal kurzes Review, welches ich jetzt am schlimmsten fand und welches nicht. Also alle Legendäre haben wir jetzt hier ja in den Boxen. Ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf den legendären Hand, den wir gerade hatten. Da kann ich auch dann direkt sagen, Entei und Ho-Oh beispielsweise. Zusammen mit dem Polarössern und Rayquaza, die haben mich am meisten Nerven gekostet. Vor allem die Pferde. Dich dahinter direkt Entei. Entei, weil ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um Entei zu fangen. Sogar eine Dreiviertel eigentlich. Also, ja.
Ho-Oh und Rayquaza haben mich halt genervt, weil Ho-Oh wollte nicht in den Ball wieder mal und Rayquaza, Groudon etc. halt wegen Erholung. Das war so mega nervig. Ich würde auch von allen Pokémon tatsächlich sagen, dass Entei mich am meisten genervt hat, weil es mich ja auch nebenbei die ganze Zeit verwirrt hat. Polaros habe ich 3 Anläufe gebraucht, ja, um es zu fangen. Dakuma hat komischerweise so lange gedauert, obwohl es nur Level 30 war. Also ja, dagegen waren die hier eigentlich nichts. Die Unheils- und die 3 Gefährten. Nebenbei, zu Infamomo gibt es mittlerweile auch eine Hintergrundgeschichte. Das ist für so ältere Menschen, also mit älteren Menschen zusammengelebt hat, denen eine Freude machen wollte und deswegen die Masken mitbringen wollte und die 3 dann versklavt hatte. Die Geschichte kann man sich mittlerweile auch angucken. Ist mega interessant von Infamomo. Also das mit den Getanze, war auch mal wirklich von Infamomo selbst, hat einen Gefallen offenbar daran, weil es kontrolliert nur die Gier mit seinen komischen Mochis. Mehr macht es nicht. Aber ja, eventuell rede ich noch mal ein bisschen mehr darüber, wenn der erste Koop-Part mit Kai dann jetzt demnächst kommt. Demnächst. Leute, es kann Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis der erste Kampf dazu kommt, weil einiges vorbereitet werden muss. Aber in dem Punkt sage ich schon mal, dass wir uns dann erst sehen. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann!